Beste Grüße aus dem Europaparlament in Straßburg, egal von wo Sie mir, von wo ihr zuschaut, ob aus Koblenz, aus Wien, aus Hamburg, Kiel, Magdeburg, Halle, Jerichoer Land. Ich freue mich, die Botschaft mitteilen zu können, dass wir ein wichtiges Paket, ein wichtiges Gesetz, eine Resolution hier europäisch behandelt haben. Es geht um die Entsenderichtlinie, es geht darum, dass die Menschen für die gleiche Arbeit am gleichen Ort den gleichen Lohn bekommen. Das ist ein Thema, wofür wir Europawahlkampf gemacht haben. Als Sozialdemokraten, Sicherheit für die Menschen heißt auch und insbesondere auch soziale Sicherheit. Das sind nicht nur Sicherheit im Cyberraum, in den Grenzsituationen und dass wir militärisch in der Sicherheitszusammenarbeit hier auch weiter vorankommen. Und dieses Thema ist wichtig für die Menschen, die beispielsweise in den reicheren Ländern arbeiten, weil sie dort mehr verdienen. Es kann aber nicht sein, dass ein Lohndumping geschieht. Das heißt, wenn wir beispielsweise Schlachthöfe in Deutschland angucken oder unsere Baustellen oder der Gewerbebereich, wo dann die Menschen, die aus anderen Ländern bei uns arbeiten, weniger bekommen. Das ist unfair und das ist gleichzeitig Lohndumping. Und zwar ist es schlecht für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für unsere Unternehmen, die dann mit anderen Unternehmen in Konkurrenz stehen und über dieses Lohndumping vom Markt gefegt werden. Das muss bereinigt werden. Das ist ein wirtschaftspolitisches und sozialpolitisches Thema. Und da sind wir weitergekommen und da freuen wir uns als Sozialdemokraten, hier eine Resolution jetzt gefasst zu haben im Europaparlament. Und das ist sozusagen die wichtigste Botschaft dieser Woche. Ich war selber zu Beginn der Woche noch in Tallinn. Ich arbeite im Verteidigungs- und Sicherheitsausschuss. Das ist ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses. Und dort haben wir uns die Frage gestellt in Tallinn von der Münchner Sicherheitskonferenz organisiert, ob und wie wir im Cyberraum europäisch zusammengehen können. Wir haben Cyberangriffe von Hackern. Herr Maaßen hat es gesagt vom Verfassungsschutz. Das betrifft beispielsweise unsere Städte, die einen Cyberangriff bekommen können, beispielsweise in der Stromversorgung, bei den Stadtwerken, aber auch bei Fahrstühlen, dass Unternehmen dementsprechend angegriffen werden. Der Cyberbereich ist da sehr weit und sehr breit. Das sind Hacker, aber auch vielleicht Regierungen. Und hier heißt es, sich europäisch aufzustellen, das gemeinsam anzugehen. Und deswegen war ich zu Beginn der Woche noch in Tallinn unterwegs. Ich freue mich, diese Woche zwei Gäste aus Sachsen-Anhalt hier begrüßen zu können. Das ist Hanna Derwans und Lena Wendt, die in einem Jugenddebattiert für Sachsen-Anhalt, die Zukunft für Europas, den ersten Preis gewonnen haben und heute meinen Kollegen und mich hier im Europaparlament besuchen werden. Ich habe nachher die Möglichkeit, Ihnen ein bisschen das Haus zu zeigen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch von der Tribüne an den Plenardebatten nochmal mit teilnehmen zu können, zuzuhören. Das sind wichtige Impulse, die wir von der Landeszentrale für politische Bildung auch aufgesetzt bekommen haben. Das ist so wichtig, dass wir mit den zentralen Organisationen, auch wie Go Europe oder der Landeszentrale für politische Bildung und der politischen Stiftung mehr für Europa tun. Es gibt Lehrmaterialien zu Sachsen-Anhalt. Ich kann nur dazu einladen, auf meine Webseite zu gehen, Go Europe, die Landeszentrale anzusprechen. Helfen Sie mit, dass an unseren Schulen in Sachsen-Anhalt erklärt wird, wie Europamittel verwendet werden. In den Lehrmaterialien, die ich mit aufgesetzt habe, geht es darum, dass man pro Landkreis sehen kann, welche Sozialprojekte, welche berufsberatenden Projekte, welche Bauvorhaben, welche Unternehmen unterstützt wurden durch Mittel der Europäischen Union, um hier ein bisschen zu erklären, wie Europa auch bei uns im Land Sachsen-Anhalt wirkt. Insofern, Sie hören die Glocke. Ich muss jetzt in den Plenarsaal. Dort ist jetzt die erste Besprechung. Und in diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.